Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das sind die letzten Marmor-Design-Nägel. Die kennt ihr noch vom Video. Die sind jetzt 4 Wochen alt. Hebt alles super von der Seite, schön dünn, also wie eigentlich immer. Ich wollte euch nur mal den Rauswuchs zeigen und dann starten wir mit dem neuen Video. Es wird ein Video über, wie modelliere ich am besten gehen. Ich zeige euch verschiedene Modellagegele. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. So, ich zeige euch heute Aufbaumodellieren. Eigentlich wollte ich da nicht unbedingt näher drauf eingehen, aber eine liebe Abonnentin von mir hat gefragt, ob ich das machen würde. Und deshalb gibt es dieses Video. Ich habe ja in meinen anderen Videos immer einfach einen Aufbau modelliert, habe euch zwei, drei Sachen dazu gesagt. Der Grund ist, warum ich das noch nicht intensiver gemacht habe, weil meiner Meinung nach Aufbaumodelliere ganz einfach ist und für mich jetzt nicht unbedingt so zeitintensiv, dass ich da viel wissen müsste drüber. Aber gut, die Meinungen sind unterschiedlich und ich möchte euch jetzt einfach ein paar Sachen zeigen. Und zwar Punkt 1 wäre Pinsel. Es gibt natürlich verschiedene Modellagepinsel. Da müsst ihr gucken, mit welchem ihr gut klarkommt. Ich habe ganz gern ein etwas längerer. Also ich nehme jetzt zum Beispiel aktuell dieser in der Mitte, der ist etwas länger, wie jetzt zum Beispiel der oder der. Und von der Spannung her ist er etwas weicher. Wenn man jetzt den andrückt, braucht man ein bisschen mehr Kraft. Wenn ich jetzt beide gleichzeitig hochdrücke, sieht man auch, dass der relativ schnell zurückfedert und der etwas langsamer. Dieser hier ist ganz fest, also der ist kürzer, kürzeres Haar. Den nehme ich jetzt für weißes Full Cover, also das ist für mich kein Modellagepinsel. So, wie gesagt, ich arbeite gern mit etwas längerem Haar und etwas weicher. Aus dem Grund etwas weicher, weil ich da schönes Modellagegel einfach nur verteile kann, ohne dass ich jetzt halt mit so einem etwas härteren so reindrücken muss. Wenn ich reindrücke, das Modellagegel, gibt es eben kleine Mikrobläschen und das wollen wir nicht. Mit diesem schön weiche, lange kann ich einfach nur das Modellagegel ruckzuck verteile und das war's. Also das geht wirklich ganz, ganz schnell. Ich habe jetzt verschiedene Aufbaugele mit verschiedener Konsistenz mal gerichtet. Ich werde euch jeder Finger mit einem anderen Aufbaugel zeigen. Zuerst würde ich aber gern anfangen mit meinem Aufbaugel, wo ich benutze. Also ich benutze alle, aber 80% nehme ich dieses hier. Das ist für mich die perfekte Konsistenz. Und deshalb arbeite ich sehr gern mit ihm. Ich würde euch jetzt gern eine Hand nur mit diesem machen und würde euch eine Stoppuhr daneben legen und euch bitte, schaut mal drauf, man braucht wirklich nicht viel Zeit für ein Aufbaumodellieren. Da spart ihr viel Endzeit. Man möchte es ja irgendwie später mal in einer Stunde eine Studiomodellage fertig haben. Und wenn ich beim Aufbau Ewigkeiten rum Aufbau modelliere, dann verliere ich da sehr viel Endzeit und meiner Meinung nach muss es nicht sein. Deshalb fangen wir jetzt mal an, mit einer Hand mit diesem zu modellieren. Kurz zur Erklärung, dieses Aufbaugel hat für mich die perfekte Konsistenz, das muss aber jeder selber wissen. Ich mag es halt gern, wenn ich einfach nur das Modellagegel leicht verteilen kann und deshalb ist das halt einfach meins. Auf dieser Seite habe ich eine Stoppuhr. Ich würde euch gerade bitten, einfach mal drauf zu gucken. Ich tippe dafür, dass ich für alle 5 Finger eine Minute, zwischen 1 und 2 Minuten länger auf keinen Fall brauche zum Modellieren. Mir tun die Stoppuhr anschalte und ich würde jetzt nichts dazu erklären.
Daumen mache ich grob mit. Nachher mache ich ihn nochmal genauer und rein. Stopp. So, wie ihr seht, habe ich gut geschätzt, 1,5 Minuten für alle 5 Finger modelliere. Also deshalb ist das für mich ein Grund, ja, nicht wirklich ein Video eigentlich drüber zu machen, weil ich finde jetzt, Modelliere ist kein Hexenwerk, aber ihr müsst natürlich 2, 3 Sachen wissen und beachten. Und bitte schaut auf eure Zeit. Ihr feilt ja nochmal. Wir arbeiten ja mit mehr Mehrphase-Gel. Das heißt, wir feilen ja nochmal. Und deshalb verliert nicht so viel Zeit bei eurer Modellageauftrage. Sehr, sehr wichtig. Jetzt mache ich nochmal den Daumen kurz nach. Das war jetzt das Grobe. Und jetzt mache ich nochmal den Daumen nach, wo ich jetzt die Kundin dann separat mit dem Daumen in die Lampe schicke. So. Wunderbar. Das war der Aufbau gewesen mit meinem Lieblingsmodellagegel. Jetzt möchte ich euch natürlich auch noch andere zeige und das zeige ich euch am Finger. Jeder Finger mit einem anderen Modellagegel. Wir fangen an mit dem. Es gibt ja dickviskose Modellagegele, mittelviskose Modellagegele, dünnviskose Modellagegele und das ist jetzt so ein ja dick bis mittelviskoses Modellagegel, würde ich sagen. Es hat Fließ. Fähigkeiten, das heißt, es ist nicht thixotrop. Es ist okay für mich, also ich spreche jetzt nur von mir, jeder hat eine andere Ansicht, aber es ist nicht mein Lieblingsgel. Mein Lieblingsgel ist wirklich ein thixotropes, wo halt macht, was ich möchte. Nichtsdestotrotz muss man ein paar Sachen beachten. Ihr könnt zum einen, also Haftgel ist natürlich schon drauf, aufgehärtet. Ihr könnt natürlich erstmal eine Kontaktschicht arbeiten, wer möchte. Und dann geht es ein bisschen einfacher zu modellieren. Und dann verteilt ihr einfach nur, bleibt bitte im Gel drinne. Der Pinsel schiebt das Gel nur hin und her, von rechts nach links, von links nach rechts. Ihr geht nicht mit dem Pinsel aus dem Gel raus. Nicht rausgehen. Schön drin bleibe und vorne bis vor zum Abschluss. Dann schaut ihr an der Seite an, tut den Stresspunkt noch mal richtig hinschiebe und das war's eigentlich. Bei diesem Modellagegel, bei diesen Fließmodellagegels ist eben wichtig, dass ihr schaut, wie viel Finger ihr mit dem arbeiten könnt, vielleicht 2, vielleicht 3, manche vielleicht auch nur einer, wenn es beim Aufbau etwas länger geht. Wichtig ist, bleibt im Gel drinnen. Ihr habt es gesehen, wenn ich jetzt rausgehe, ist das viel schwerer. Dann arbeite ich irgendwie so eine Hügellandschaft hin und weiß im Endeffekt nicht, warum das meine Modellage nie glatt wird. Also, wie ihr gesehen habt, verteile mit dem Pinsel schön an der Oberfläche. Nur verteile von rechts nach links, von links nach rechts, immer im Pinsel. Und das seht, jetzt seht ihr auch gut, warum ich diesen Pinsel bevorzuge. Na, jetzt wird es unscharf, Moment. Warum ich diesen Pinsel bevorzuge? Weil er nicht ins Gel geht. Er bleibt wirklich an der Oberfläche. Wenn ich jetzt einen habe mit festerer Spannung, der drückt sich ein bisschen mehr runter auf den Boden und dann entstehen die Mikrobläschen. So, dann gibt es Fiberglas Modellagegel, also das eine war gerade Fiberglas Modellagegel ohne Fiberglas, sichtbare Fiberglasstreife, das ist jetzt ein Modellagegel mit sichtbare Fiberglasstreife, das sieht man ganz gut, das ist so milchig und das ist jetzt halt auch nicht so fließend, also normal viskos wie jetzt das andere, sondern es ist, geht in die Richtung thixotrop, nicht ganz so fest thixotrop, aber es geht in die Richtung thixotrop und das liebe ich. Auch dasselbe, ihr geht verteilt nur von rechts nach links, von links nach rechts. Wenn ihr jetzt zu wenig Gel aufgenommen habt,
legt ihr nochmal nach. Ihr dockt einfach hier an und bleibt aber nicht so. Das war das, wo ich euch gerade an meinem Handschuhdaumen erklärt habe. Sondern ihr bleibt wieder im Modellagegel drin. Es zieht sich dadurch wunderbar glatt, wenn ihr im Pinsel mit dem Pinsel an der Oberfläche drinne bleibt. Und ihr habt eine schön glatte Oberfläche. Wenn ihr eine schön glatte Oberfläche habt, müsst ihr nicht so viel feilen. Und der Vorteil ist bei denen Tixotrope eben, dass man mehrere Finger aufs Mal machen kann. So, Aufbaugel Nummer 3 ist ein Bilder ganz fest Aufbaugel, also ein richtig schön Tixotropes. Das heißt, da kann man eben alle fünf Finger aufs Mal machen. Es verläuft nicht, jeder Hügel ist sichtbar, wenn man es nicht richtig modelliert. Ich zeige euch jetzt einmal, wie man es nicht modelliert, dass ihr das mal im Vergleich sieht. Also so sollte man nicht modellieren. Ich bin jetzt trotzdem drin geblieben. Also das heißt, es ist trotzdem relativ glatt, aber natürlich nicht so glatt, wie wenn ihr ganz drinne bleibt. So, natürlich feilen wir noch, aber ja, sollte nicht unbedingt so gearbeitet werden. Hier ist es auch ganz wichtig, also ihr könnt einmal mit der Kontaktschicht arbeiten, dann lässt sich das Gel einen Tick einfacher verteilen. Ansonsten bei ganz dick Viskose, Tixotrope Gele ist es wie gesagt wichtig, im Pinsel, im Gel zu bleiben. Ich setze mir immer ein relativ großer Klops, sage ich jetzt mal, ab und dann schiebe ich mit dem flachen Pinsel, also auch nicht so, sondern den Pinsel schön flach halte, schiebe ich, wie gesagt, immer von rechts nach links, von links nach rechts. Also im Prinzip ist es immer selbe, es sind zwar andere Gele, aber es ist immer selbe. Ihr bleibt immer im Gel drinne, ihr fangt hinten an und endet hier vorne an der Spitze. Da seht ihr, auch so feste Gele kriegt man recht glatt modelliert. Ihr könnt natürlich immer nachlege, aber ich nehme immer gern ein bisschen mehr auf, dass ich nicht nachlege muss. Nachlege wäre kein Problem, da müsst ihr nur aufpassen, dass ihr mit dem Pinsel nicht wieder so eindrückt, sage ich jetzt mal. So, und dann gibt es noch die Bildercover-Gele. Das sind ja auch sehr tixotrope Gele, sieht man auch in der Tube. Da ließ ich auch in der Social Media Welt ganz viel, oh, mein Cover zieht sich nicht glatt oder das Cover ist so hügelig, ich kann mir jemand ein gutes Cover empfehlen. Das hätte nichts mit einem guten Cover oder sonstiges zu tun, sondern wie ihr modelliert. Da habe ich auch schon mal ein separates Video gemacht, das heißt Hilfe, wie modelliere ich keine Hügelmannschaft, Landschaft, sorry, schaut mal rein. Da habe ich das auch nochmal mit Covergele gearbeitet. Jetzt zeige ich es euch hier, also auch wichtig. Also einmal könnt ihr natürlich mit Kontaktschicht arbeiten oder ihr macht's ohne. Dann setzt ihr wie immer das Bällchen ab und schiebt's von hinten wieder dieselbe Leier sozusagen. Von hinten nach vorne, rechts nach links, Pinsel von vorne nach hinten, von rechts nach links, sorry. Und Pinsel nur auflege, nicht hoch und runter drücke. Ihr seht, ich drehe jetzt mal den Finger, dass man es vielleicht sieht. Ich bin nur an der Oberfläche und der Pinsel ist recht flach, also nicht so steil, sondern recht flach, damit ich eine große Auflagefläche habe. So bekomme ich das Gel schön glatt. Bis ich vorne angekommen bin, dann gehe ich die Ummantelstelle durch und ende dann vorne an der Spitze. Wenn noch was zum Nachmodellieren ist, kann ich das natürlich gern machen, muss natürlich nur aufpassen, dass ich nicht wieder die ganze recht glatte Modellage verhunze. Dann ist das recht glatt für so ein festes Gel. Also das heißt nicht, wenn ihr ein festes Gel habt, dass man mit dem nicht arbeiten kann, sondern wie gesagt, wichtig, Pinsel recht flach modellieren, nicht
tippen und immer von rechts nach links einfach nur an der Oberfläche das Gel verteile. Deshalb nehme ich halt die recht weiche. Ihr seht, federt recht schnell zurück. Mit einem etwas härteren Pinsel geht es ein bisschen schwerer. Aber das ist nur ja, Gewöhnung bzw. Geschmackssache. Jeder hat da einen anderen Geschmack. Kann sein, dass es bei euch wieder anders ist. Ich zeige es euch ja jetzt nach meiner Meinung. So, und am letzten Finger nochmal mein normales Lieblingsstudio-Alltag-Gel, mit dem ich gerade die ganze Hand gemacht habe. Zeige ich euch jetzt hier nochmal langsam. Also hier kann ich schön verteilen. Es zieht sich relativ gut glatt. Es ist nicht ganz so thixotrop wie jetzt vorhin die Cover oder das Milky Aufbaugel. Also sprich, man kann es so schnell modellieren. Ihr habt es an der Stoppuhr gesehen. Achtet bitte drauf, dass ihr nicht so viel Zeit investiert, weil ihr feilt ja noch. Und irgendwann möchte man ja auch zeitlich die Modellage gut hinbekommen. Ja, dann... Es gibt noch flüssiges Modellagegel, genau, das heißt dann dünnviskoses Aufbaugel, habe ich aber nicht da. Mit dünnviskose Aufbaugele arbeite ich nicht. Das Prinzip ist dasselbe, da müsst ihr halt nur ganz, ganz schnell sein, weil die ja recht schnell in die Nagelränder hier laufen. Also ihr tragt es auf, verteilt es und geht schnell in die Lampe. Da müsst ihr wirklich aufpassen, dass es nicht in die Ränder läuft, aber Dickviskose bzw. Thixotrope verlaufe euch nicht. Da könnt ihr euch schön Zeit lassen. Und wie gesagt, sind meine Lieblingsgele, aber das müsst ihr für euch entscheiden. Dann wäre ich mit meinem Video zur Modellagehilfe auch schon fertig. Ich hoffe, dass dem ein oder anderen gefallen hat und vielleicht auch ein bisschen was gelernt habt dabei. Würde mich sehr freuen. Und dann könnt ihr auf dieser Seite meinen Kanal abonnieren. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei meinen weiteren Videos. Bis dann, eure Manu. Hey, ich bin die Manu und ich helfe dir, deine Leistung im Nageldesign zu verbessern. Ich habe eine Online-Schulung entwickelt zum Thema Basic. Das heißt, es wird alles ganz genau gezeigt und erklärt. Von Naturnagelvorbereitung, Schnittmaniküre ist dabei, wie man die Schablone anlegt und einen perfekten Tunnel mit Anlegen der Schablone erreicht, ohne Pinschen. Die Verlängerung natürlich, die French, die perfekte Smile, Make-up andocken, die 7 tollen Feilschritte, mit der ihr eine perfekte, schnelle Modellage feilt. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann, deine Leistung im Nageldesign zu verbessern.